Ja, liebe Zuschauer, in aller Ehe. Es gibt Momente, die fallen auch im Obermestiner schwer. Doch dass man im Narrenspiel heute innehält, zum Gedenken ist der Lauf der Welt. Für einen Fasenachter dieser Stadt, der wohl jetzt einen ganz besonderen Auftritt hat, weil er als Bote vom Bundestag gezielt nun auf der größten aller Bühnen spielt. Grad weil sein Name dafür steht, dass die Fasenacht in Mainstates weitergeht, verspreche ich's ihm und nicht alleins, auch all seine Freunde, aus Mainz bleibt Mainz. Drum sei sein Slogan hier noch einmal gesagt, mit dem es immer auf den Punkt gebracht. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles wächst mal Gras. Ist das Gras so ein Stück gewachsen, frisst's ein Schaf und sagt das was. So wie der große Chef es will, er führt Regie, nur so geschieht's. Ache, mein guter Freund, vielen Dank an Jürgen Dietz. Den Narrenspiegel dir vors Gesicht. Bist du das wirklich? Ist das denn noch dein Ich? Bunt bemalt mit Farben so funkelnd und schön. Einmal im Jahr kann sich einer so sehen. Wir alle, wir leben im Schatten des Todes. Gott Joko singt mit uns ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenken hoch in den Wind und danken, dass wir Gast auf Erden sind. Wir alle, wir leben im Schatten des Doms. Und Gott Joko singt mit uns ein Halleluja. Doch der Narrenspiegel zeigt nicht nur dich, spiegelt der Welt oft das wahre Gesicht. Graue Schatten, Bilder, auch die kann man sehen, von Narren, die so vieles nicht verstehen. Wir alle, wir leben im Schatten des Todes. Gott Joko singt mit uns ein Halleluja. Wir halten unsere Fahnen schwenkend hoch in den Wind und danken, dass wir Gast auf Erden sind. Jetzt singt ihr.
ich denke, schöner und mähnserischer kann man an einen lieben Freund wie unseren Jürgen Dietz nicht erinnern. Er wird stolz zugeschaut haben und dafür möchte ich zwei Aktiven ganz besonders herzlich danken. Vielen Dank für im Schatten des Doms Thomas Neger und unserem Obermessdiener Andreas Schmidt. Aber so, wie es auch unser Jürgen Dietz gewollt hätte, nämlich, dass es bunt und lustig weitergeht, so machen wir jetzt auch weiter in unserer Mainzer Fasnacht.